auch in deren Freizeit. Igor entspannt sich gerne beim Fischen. Steg und Unterstand hier am See hat sein Arbeitgeber finanziert. Der Vorsitzende der Betriebsgewerkschaft hat einen Fisch gefangen. Stolz zeigt er ihn Igor. Ich glaube, der hat sogar Kaviar. Das ist ein Barsch. Auch Igor ist einiges ins Netz gegangen. Wo soll ich mich denn sonst erholen und Kräfte für die Arbeit sammeln? Vielleicht auf dem Sofa vor dem Fernseher? Nein, ich muss an der frischen Luft sein. Ein paar Stunden pro Woche am betriebseigenen See als Ausgleich für die schwere und gefährliche Arbeit? Auch Schwiegervater Vitali ist gerne hier. Im Auftrag der Betriebsgewerkschaft sieht er nach dem Rechten. Damit der Angelspaß wegen Überfischen kein jähes Ende findet, wird der See regelmäßig mit Fischbrut aufgefüllt. Die Ucha, eine Fischsuppe nach russischem Rezept, ist bald fertig. Ein Gedicht. Mit 300 Kilogramm weißem Amur wird der Fischbestand aufgefrischt. Für künftige Anglerfreuden ist also vorgesorgt. In Lemberg ist man mit den Vorbereitungen für die Fußball-EM noch nicht so weit. Hier soll das neue Stadion einmal stehen. Ein österreichischer Baukonzern hat den Auftrag zurückgegeben, weil er sich mit der Stadt nicht auf den Preis einigen konnte. Jetzt hat ein ukrainisches Unternehmen ausgerechnet aus dem Donbass den Zuschlag bekommen. Ein Industriegebiet am Stadtrand von Lviv. In diesen Fabrikhallen der Firma Elektron wurden einmal jährlich über 1 Million Fernseher für die ganze Sowjetunion hergestellt. Nach der Unabhängigkeit, Anfang der 90er Jahre, gab es für die TV-Geräte Made in Ukraine keine Nachfrage mehr. Produktionsstillstand war die Folge. 35.000 Arbeiter standen auf der Straße. Auch Marian hat früher Fernseher montiert. Jetzt ist er Gruppenleiter und zuständig für die Qualitätskontrolle. In einem Teil der ehemaligen Hallen von Elektron produziert jetzt sein neuer Arbeitgeber, ein deutsch-ukrainisches Gemeinschaftsunternehmen, Heizungen für Busse. Nach dem Zusammenbruch von Elektron war Marian einige Jahre ohne festen Job, bis er 1997 hier wieder Arbeit fand. Es war schwierig, hier wieder angestellt zu werden. Das Unternehmen befand sich ja erst im Aufbau. Am Anfang waren nur 7 Leute hier. Wie haben Sie es geschafft? Das war die Entscheidung des Direktors. Ich bin sehr froh, denn die Konkurrenz damals war groß. Viele seiner ehemaligen Kollegen sind in den Westen ausgewandert. Dank seines handwerklichen Geschicks konnte Marian sich und seine Familie in den schwierigen Jahren über Wasser halten. Jetzt verdient er rund 300 Euro monatlich. Damit kommen sie einigermaßen über die Runden. . 150 Arbeiter stellen jährlich 20.000 Heizgeräte her. 80% des Materials, das hier verarbeitet wird, stammt aus der Ukraine. Hauptabnehmer aber ist Russland. Deshalb wünscht man sich hier eine klügere Politik gegenüber dem großen Nachbarn im Osten. Von den Politikern in Kiew ist Marian enttäuscht. Auch er hatte damals gegen die manipulierten Präsidentschaftswahlen am Maidan demonstriert und gehofft, dass die Ukraine ein demokratischer Staat wird, der bald der EU beitreten kann. Wenigstens hat er seit ein paar Jahren einen sicheren Arbeitsplatz und bekommt seinen Lohn regelmäßig ausbezahlt. Aber wie wird es weitergehen? Ein Staatsbankrott der Ukraine wegen der Finanzkrise konnte nur durch einen Kredit des Internationalen Währungsfonds abgewendet werden. So sah Marians Auto aus, als er es gekauft hat.
Monatelang hat er daran herumgeschraubt und nach günstigen Ersatzteilen gesucht. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Diese bittere Erfahrung versucht Marian seinem Sohn mit auf den Weg zu geben. Auch wenn er hofft, dass seine Kinder künftig in politisch und wirtschaftlich stabilen Verhältnissen ihr Leben gestalten können. Zum Abendessen einen ukrainischen Borscht. Auch Marians Mutter hat früher bei Elektron gearbeitet. Jetzt ist sie froh, dass sie ihrem Sohn den Haushalt führen kann. Mit ihrer Rente könnte sie alleine nicht auskommen. Marians Ehefrau Natalia arbeitet als Gruppenleiterin in einer Textilfabrik. Sie verdient nur halb so viel wie ihr Mann, obwohl sie eine vergleichbare Tätigkeit hat. Familie Dzlik ist sicher, dass ein Beitritt zur EU viele ihrer Probleme lösen würde. Dann würden bei uns endlich vernünftige Gesetze gemacht werden. Außerdem wäre unser Ansehen in Europa besser. Ukraine heißt ja am Rand. Aber wenn wir EU-Mitglied wären, würden wir endlich dazugehören. Polen ist doch jetzt auch dabei und hat sich positiv entwickelt. Wir wollen auch nach Europa. Besucher von Lemberg haben das Gefühl, in einer europäischen Stadt zu sein. Ihre Bewohner aber fühlen sich ausgeschlossen vom Rest Europas. Spätestens seit sie für Reisen in Richtung Westen ein Visum brauchen. Einen raschen Beitritt zur EU befürworten deswegen fast alle hier. Im Osten der Ukraine befürchtet man aber, sich dadurch von Russland zu entfremden. Eine Zerreißprobe schon jetzt, obwohl ein baldiger Beitritt überhaupt nicht realistisch ist. Die Altstadt von Lviv ist einen Spaziergang wert. Dieser Meinung sind nicht nur Natalia und Marian, sondern auch die vielen Touristen, die überwiegend aus Polen oder Kiew anreisen. Besucher aus dem Osten der Ukraine kommen selten. Sie haben, so sagt man, Angst, dass sie hier diskriminiert werden, weil sie Russisch sprechen. Für Natalia eine absurde Unterstellung. So denken nur die Leute, die noch nie in Lviv waren. In unserem Land gibt es viele Gerüchte. Die Leute, die wirklich hier waren, würden so etwas nie behaupten. Lviv ist doch eine multikulturelle Stadt. Das Verhältnis zwischen Ost- und Westukraine ist von einem tiefen Misstrauen geprägt, das aber durch eine weitsichtige Politik in Kiew überwunden werden könnte. Doch damit ist in absehbarer Zeit leider nicht zu rechnen.